Hallo, willkommen bei Janni spielt. Ich spiele Star Wars. Bin leider immer noch krank, wie man vielleicht hört. Wenn nicht, umso besser. Ich bin mit den Gefährtenmissionen jetzt soweit durch. Die letzte, die ich angenommen habe, war von dem hier. Das ist PvP. Also ich habe mich da jetzt gelistet. Mal schauen. Das gefällt mir jetzt nur semi gut. Weil ich PvP mal überhaupt nicht mag. Aber habe ich wohl keine Wahl, wenn ich die Sternenfestung jemals befreien will. Das mache ich auch mal weg. Muss ja nicht als Dings gelistet sein. Wo ist denn? Ach klar. Okay. Ja, also ich habe jetzt noch eins übrig. Das wollte ich jetzt mal machen, damit man mal sieht, wie das so funktioniert. Habe es zwar schon mal gezeigt, aber hey. Also das ist jetzt der letzte. Da gehe ich mal hin. Geht ganz einfach über das Symbol. Ich hoffe mal, dass es jetzt nichts irgendwie ausgefallen ist. Meins habe ich noch offen. Da muss man Weltbosse legen. Weiß ich auch noch nicht, wie ich das machen soll. Nicht mal weiß, wo die Weltbosse sind. Ah ja. Okay. Bin jetzt auf Tatooine. Offensichtlich. Todesfee later. Alles klar, also zuerst soll ich den Sternenbunker auskundschaften. Der ist da unten. Dann mache ich mich mal auf den Weg. Ja, ich muss mal gucken. Also ich gehe da raus, die große lange Straße und dann so. Ja. Das kriege ich hin. Das Auskundschaften ist immer ganz einfach. Hier auf den Weg. Fast da. Das ist ja kurz. Ich weiß auch gar nicht, ob die Bunker schon immer da waren, nur nicht in Benutzung oder ob die neu sind. Keine Ahnung. Da ist der Bunker schon mal. Aber ich muss ihn ja erst auskundschaften und das ist woanders. Da, wo das kleine Symbol auf der Map ist. Hier so. So, dazu benutze ich dieses Ding. Fernglas. Nehme das ins Visier. Schon inspiziert. Jetzt muss ich diesen Transmitter hier ausschalten. Ups. Das denn? Und da kommt ein großartiger Gegner. Immer. Jetzt sollte es besser werden. Das ist nicht weiter schwer. Sie hatten keine Chance.
Chance. Das war's. Und jetzt soll ich zurück zur Todesfee. Naja, da kann ich hier reiten. Geht ja schnell. Hebe ich mir den Beamer lieber auf. Ja, Beamer der Todesfee. Jetzt soll ich Ausrüstung sammeln. Das sind diese Kisten hier. Zwei habe ich. Die gebe ich hier gerade noch. Ich weiß jetzt nicht, welche das sind. Ah, richtig. Und was ist noch? Ah, ich nehme mal das. Yay! So, habe ich 2 von 5. Soll ich auch gleich mal aufmachen. Geschenke, die immer drin sind. Ist das zu cool, Taxi? Ui. Das ist ja cool. Das erste Mal, dass ich ein Fahrzeug im Loot habe. Wow. Ich bin euch dankbar. Das muss ich doch direkt mal angucken. Und wo ist es? Das hier? Wow. Ja, das ist natürlich, aber hallo. Mega cool. So reist man mit Stil. Okay, das ist jetzt vielleicht ein bisschen nah. So. Das ist ja, sieht ja aus wie eine Fähre fast. Ja. Nicht abblenden lassen. So, also 3 fehlen mir noch und dafür nehme ich jetzt Heldenmissionen an. Da gibt es als Belohnung nämlich Heldenkisten. So, Kisten. Nummer 2. Was sind die Heldenmissionen, die ich jetzt angenommen habe? Und da kann ich jetzt hier mit dem Symbol schnell hinreisen. Was super cool ist. Schon. Fast jedenfalls. Da soll ich rein. Moment. Das ist natürlich sehr groß. Wo muss ich denn rein? Da vorne. Da stehen aber auch viele Gegner rum. Ob ich da durchlaufen kann? Sieht gut aus, allerdings muss ich da irgendwo hin. Hier, das wird helfen. Ein würdiger Gegner. Der war schnell tot. Was ist das hier? Okay. Oh nein, ich bin da so nervig, dass jemand durch muss. Das ist wohl so nicht. Ich bin so hell.
Munition. Ich habe vorher so eine Ähnlichkeit. Wenn ich in keinem Gebiet. Sie hatten keine Chance. Ich mach das jetzt nur so vor mich hin. Schalte dann mal rein, wenn ich durch bin. Das war's schon. Ging ziemlich schnell. Hier gibt's die Kiste. Und noch anderes Zeug. Also das war schon die erste Heldenquest. Die zweite. Keinen Plan. Wie gesagt, ich habe Heldenquests hier eigentlich noch nie gemacht. Ist ja jetzt aber eine gute Gelegenheit, das nachzuholen. Oh, da vorne geht's rein. Also ich finde das total klasse mit der Schnellreise. Gegner sind jetzt auch nicht wirklich eine Herausforderung. Ein würdiger Gegner. Und jetzt muss ich machen, was? Piraten besiegen. Na, das scheint mir auch recht einfach. Okay, dann mache ich das jetzt mal. Und melde mich dann später nochmal. Oh, auch so gut wie fertig. Es ging auch ziemlich schnell. Letzter Step ist, stelle die Erzkiste sicher. Ich schätze mal, da kommt jetzt noch ein böser Gegner. Ich bin ein Jäger. Also doch ein böser Gegner. Da. Gegner ist klein. Jetzt sollte es besser werden. Ich weiß gar nicht, bin ich seit dem Kurz gestorben? Ich glaube das nicht. Quest erledigt. Die letzte Kiste, die ich brauche. Sicherheitshalber nochmal gucken. 1, 2, 3 fehlen mir noch. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich auch nicht, danke. Nur eine. 2. Es fehlt immer noch eine. 3 brauche ich doch. Habe ich eine Quest zu wenig angenommen? Ich habe 3 gemacht. Ja, man hat es auch schon nicht einfach. Also es fehlt noch eine. Na gut, dann muss ich zur Todesfee zurück oder um den Loot. Das nehme ich natürlich mit. Und dann kann ich mich jetzt doch mal hier beamen. Ist zwar nicht weit, aber hey. Da, oder? Da. Ich habe keine Ahnung. Da, in diesem kleinen Schnibbel.
Also nehme ich doch noch eine Heldenmission an. Und melde mich, wenn ich fertig bin damit. Ich bin jetzt im letzten Step von der Helden 2, die Gehirn eines Java. Ich habe den Blutpresser erhalten. Das ist gleich geschafft. Und dann ist erledigt. Gefällt Not und natürlich meine Kiste, die ich brauche. Hier war es, glaube ich, ne? Am Ende von dem Schnippelchen. Genau. Und bin wieder im Lager. Hier ist die Todesfee. Da gebe ich jetzt die Kiste. Welche war es? Die nicht. Das Kugel Geist. Und vielleicht noch eine? Nein. Hier. Yep. Und noch eine? Was sei Quixe? Wir sind soweit. Okay. Und jetzt kommt der letzte Step, zumindest hier auf Tatooine. Ich muss wieder zu dem Bunker. Und melde mich dann gleich nochmal wieder. Das ist ja nicht weit. Da ist er schon. Auto wieder ausziehen. Jetzt gibt es nämlich noch eine tolle Sache. Das habe ich jetzt auch allerdings erst bei dem allerletzten Gefährtendingens gefunden. Und zwar gibt es hier einen Orbitalschlag für diese ätzenden Kanonen hier vorne. Das dauert nämlich ewig, bis die kaputt sind. Und so gehen sie von selbst kaputt. Hätte ich das mal vorher geahnt. Ich viel Zeit gespart, als wenn ich im Bunker. Muss nochmal im Aufzug fahren. Einen Stock höher oder tiefer, wahrscheinlich tiefer. Und dann mit der Todesfee reden. Und die habe ich jetzt auch als Begleiterin. Die ist ganz schön hässlich, aber naja. Die Kämpfe hier sind auch nicht schwer. Nicht mal Elite. Brücke, das ist auch bei jedem Bunker irgendwie gleich. Der Aufbau. Und da vorne sind dann tatsächlich auch ein Elite-Gegner vor dem Terminal, das ich anklicken muss. Aber vielleicht ist er schon tot. Hier ist das Terminal. Das überlade ich jetzt. Und dann flüchte ich ganz schnell. Und ich gucke ganz doll böse. Was? Kämpfst du oder was? So geht's natürlich auch. Pause. Löst sich jetzt
in jedem Fall auf, womit das Schild um die Sternenfestung zerstört wird. Das kommt an der Buchs, an den Gummsel, an den Axtalien, an der Axtalien. Oh. Und die werde ich dann auf Odessen wieder treffen. Genau wie alle anderen. Flashpoint, Sternfestung, Sternfestung, Sternfestung. Und das wird auch das nächste sein, das ich zeige. Die Sternfestung. Jetzt muss ich dazu zu meinem Schiff. Die Taxiplattformen sind geöffnet. Ich wünsche Ihnen einen sicheren und noch angenehmen Reisen. Weil dafür gibt es keine Schnellreise, komischerweise. Was ich ziemlich doof finde, weil man muss schon öfter hin und her. Also müsste. Jetzt alle auf einmal gemacht. Wenn ich das hier scanne. Hm. So macht man das wahrscheinlich eher nicht. Und habe auch noch keine Sternenfestung gemacht. Wie gesagt, das ist dann was für keine Ahnung, wie lange das dauert. Das ist halt ein Flashpoint. Den werde ich dann das nächste Mal machen. Schauen, wann das ist. Also. Es ist eine relativ kurze Folge, aber das macht ja nichts. Ist mal was anderes. Und wir sehen uns dann vielleicht beim nächsten Mal in der Sternenfestung. Also bis dann. Ciao.